Der Dichter Stefan Zweig sagt, immer müssen Millionen müßige Weltstunden verrinnen, ehe eine wahrhaft historische, eine Sternstunde der Menschheit in Erscheinung tritt, die leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzt. Eine solche Sternstunde der Menschheit muss man jenen 20. Juli nennen, an dem eine mutige Schar von Männern versuchte, dem deutschen Schicksal eine Wendung zu geben. Dieser Film berichtet von denen, die damals im Mittelpunkt des Geschehens standen. Oberst Graf Stauffenberg. Oberst Graf Stauffenberg, dargestellt von Bernhard Wicki. Ich komme durch. So Gott will. Generaloberst Beck, Karl-Ludwig Diehl. Es ist nicht das Entscheidende, was aus uns persönlich wird oder was für Bedingungen wir von den Alliierten erreichen. Entscheidend ist, dass seit Jahr und Tag im Namen des deutschen Volkes Verbrechen auf Verbrechen, Mord auf Mord gehäuft wird. Es ist unsere Pflicht, uns mit allen Mitteln dagegen zu stellen. General der Infanterie Olbricht, Erik Frey. Wenn wir jetzt nicht losschlagen, geht das deutsche Volk zugrunde. Und Generaloberst Fromm Carveri. Ja, hier Fromm. Der Feldmarschall? Was ist eigentlich im Hauptquartier los? In Berlin gehen die wildesten Gerüchte um. Ein SS-Obergruppenführer Kurt Meisel. Geben Sie mir Reichssicherheitshauptamt. Nein, Berlin. 12.20 Uhr. Jetzt dürfte Stauffenberg bei Keitel sein. Ich möchte Sie ersuchen, Stauffenberg. Schildern Sie die Sache nicht zu pessimistisch, wenn Sie jetzt dem Führer Vortrag halten. Mein Führer, Oberst Graf Stauffenberg, zum Vortrag über die Aufstellung der Sperrdivisionen. Ich danke. Sie kommen als nächster dran, Stauffenberg. Herr General, Sie haben uns bewusst runtergeführt. Wir wollen wissen, gegen wen hier marschiert wird. Ich denke an die Zeit, wo der Soldat nicht nur dem Befehl, sondern zuerst seinem Gewissen folgte. Ich habe einen Fahneneid geschworen, an den halte ich mich. Einen Fahneneid? Auf wen? Auf einen Mann, der seinen Eid hundertfach gebrochen hat. Oder hat er seinen Eid auf die Verfassung gehalten? Hat er seiner treue Pflicht genügt? Jede weitere Diskussion, meine Herren, ist zwecklos. Auf für uns! Es geschah am 20. Juli. Ein Film von G.W. Pabst über ein erregendes Thema unserer Zeit. Von großen deutschen Darstellern gestaltet.